guten Morgen, guten Morgen bei Help Annie, bei Help Annie. Ja, hell draußen, was? Ja, Zeitumstellung halt, ne? Das ist der Hammer einfach. So, ich gebe mein Bestes, danke Thomas. Thomas! Nicht da. Ich bin jetzt in einem kleinen Ort, Rosia Montana, das in Budapest, ich habe gesagt, hier in wo war die nochmal? Vergessen. Hier sprechen sogar einige ältere Leute Deutsch. Konnte tanken und das Handy aufladen. Na, das ist ja mein Service. Das Glück hatte deine Schwester Sophia nicht gehabt. Und ich habe ein neues Zündschloss für ein paar extra Scheinchen bekommen. Habe die Jungs an der Tankstelle mir das hingezaubert. Das ist so nett von denen. Die waren auch ein bisschen Oberkörper-Nacki-Dai und hatten so eine Latzhosen leicht ölverschmiert und Sixpacks. Und oh Gott, du kannst ja gar nicht glauben, wie schön das aussah. Naja, und dann war ich noch beim Bäcker zum Essen kaufen. Na, das ist ja wunderbar. Eigentlich habe ich hier keine Probleme. Aber was mir die Leute erzählt haben, bin ich noch nicht ganz fertig. Thomas. Thomas glaubt, ich sei tot. Er war mit Isabel bei der Polizei. Gott sei Dank ist ihnen wohl nichts passiert. Wir sind offenbar im Park überfallen worden. Thomas und Isabel konnten sich retten. Ein Mann von hier ist ihnen zu Hilfe gekommen. Sie waren wohl hier. Aber sie sind vor kurzem alle zusammen wieder weggefahren. Was soll ich jetzt tun? Nimm Kontakt mit der Botschaft auf. Genau, das ist das Beste. Oh, meine Nase kribbelt. Morgen kribbelt, Alter. Echt, morgens hängen die Augen total und die Nase voll. Und dann macht man. Alle machen. Ein Glück rauche ich auch nicht mehr an so. Aber kribbelt die Nase, ey, das ist unfassbar. Ja, es ist eben halt, wir haben jetzt fast schon November, ne? Das ist normal. Ja, Sophia, jetzt habe ich jetzt so lange auf dich gewartet, dann musstest du so lange auf mich warten. Anni. Genau. Ach, gerne. Ich verstehe das nicht. Kann die Botschaft nicht erreichen. Es geht kein Anruf raus. Was ist nun mit meinem Handy los? Vielleicht gehe ich noch mal zur Polizei. Ja, denn, ja, wahrscheinlich. Du verlierst viel zu viel Zeit. Versuch dich ausfindig zu machen. Genau, das ist das Beste wahrscheinlich. Das würde ich genauso machen. Ja. Ja. Okay, bis später, kleiner Peter. Küsschen aufs Nüsschen. 2 Stunden beschäftigt? Ob du doof bist? Alter! Und wie viel, also hier steht nämlich drauf, wie viel man skippen kann, ne? Oh, 35 Skip-Coins besitze ich, ja, klar. Dafür sind die ja wohl da, ne? Hallo Thomas, bin wieder on the road. Das hat Sophia mir beigebracht. Meine Katastrophe. Oh, warte mal, ich muss mal laut machen, ne, damit man den Sound hört. Ah, jetzt hört man, man muss das nicht unbedingt mit Headset spielen. Man hört jetzt auch den Sound. Ich hoffe, ihr hört jetzt auch die Sounds. War eine Katastrophe auf der Polizeiwache. Konnte mich kaum verständigen, weil niemand Deutsch oder Englisch spricht. Habe ein Buhai gemacht. Was? Was da denn? Weil ich keinen Pass hatte und mir nicht geglaubt haben. Nicht mal, dass Thomas André mein Mann ist. Nicht den Überfall. Ja, der eine Polizist hat mich immer so komisch angeguckt. Ja, ja, deswegen wahrscheinlich, ne? Hübsch und so, ja. Ja. Gut. Ja. Wollten Sie sich verhaften oder festnehmen? Hört es die Muttergeräusche. Hoffentlich könnt ihr die diesmal hören, Alter. Das ist ärgerlich gewesen, dass es beim Stream nicht funktioniert hat. Weiß ich nicht. Nur unverständliches Palaver. Sie hatten Isabel Zelli als Beweismaterial da rumliegen. Ja. Hätte ich den an der Hütte bloß mitgenommen. Ja, stimmt, da lag kein Toter. Aber ich hab über die Tote rausgefunden. Sie waren nämlich mal draußen eine rauchen. Da habe ich im Computer mit Foto entdeckt. Die wird gesucht. Irgendetwas mit Crim und ja, Storage Center, keine Ahnung, was es heißt. Ach, und dann ein Formular mit unserer Autonummer. Die Ding, ich hätte den Wagen geklaut. Nix wie weg, habe ich gedacht. Naja, Marke links, was da draußen machen. Was die draußen machen. Alter Vater, ey, was ist los mit mir heute? Stand beide mit Zigaretten am Hinterausgang. Ich wie im Kino an der Wand lang zur Vordertür und raus ins Auto. Was hast du jetzt vor? Wo willst du jetzt? Das ist früh am Morgen. Ich krieg das nicht auf die Reihe heute. Und dann auch noch Montagmorgen, Alter. Das geht gar nicht. Weiß ich nicht genau. Thomas und Isabel sind vielleicht noch irgendwo in der Nähe. Ja, dann guck mal nach. Dieser Typ von hier, der Thomas und meine Kleine aufgeworfen hat, heißt Pompidou.
und fährt einen grünen BMW, haben mir die Leute beim Bäcker erzählt. Ich düse mal los, melde mich später. Njam, njam, njam. Wieder mit Schwimmer. Bye. Wie viel muss ich jetzt? Jetzt nochmal 10 oder was? Ach, egal, ich hau's raus. Hilfe, Thomas, bist du da? Ich werde verfolgt. Ah! Von wem? Scheiße, die sind ganz nah hinter mir. Das liegt aber auch daran, weil ich rückwärts fahre. Scheiße. Ein dunkler SUV fährt schon die ganze Zeit hinter mir her. Kommt mir total komisch vor. Mir ist gerade etwas mummelig. Rechts und links nur Wald. Was mache ich nun? Versuch bei der nächsten Gelegenheit abzubiegen. Versuch abzuhängen. Gib Gas. Bleib cool. Es ist nur Zufall. Man kann es mal probieren. Wenn ihr dann doch nicht verfolgt, ist dann immer so, ne? Alter, Nase. Okay, ich versuche es. Gleich jetzt links in den Wald. Ja, das ist doch der Wald. Soll ich abfahren? Jo, unbedingt. Ja, rein schnell. Das ist vielleicht noch ein bisschen gruseliger dann. Bin in den Wald gebrettert. Volle Granate. Und mitten ins Dickicht. Husch. Guter Henri, der Lack ist hinüber. Aber was soll's. Der ist immer noch in der Meer. Da vorne kommt eine Abzweigung zur Hauptstraße. Ich glaub, dieser Weg ist eine Sackgasse. Fuck! Fahr weiter! Das ist ja wie im Krimi. Wie toll! Action! Annie gewinnt. Annie gewinnt. Okay! Ich sehe den SUV nicht mehr. Das ist ja schon mal was Vorteil. Der ist offenbar zurück zur Straße. Puh. Ich halte hier mal ein Gebüsch, da sieht mich keiner. Huch. Hoffentlich gibt es hier keine Bären. In was bin ich da reingeraten? Was mache ich jetzt? Abwarten. Weiterfahren, wenn es dunkel wird. Genau. Oh, ich habe hier was im Auge. Meine ich, die ganze Nacht kommt gerade aus meinem Auge raus. Volle Müdigkeit. Ich fahre nicht gern im Dunkeln. Da fühle ich mich unsicher. Lieber übernachte ich hier im Auto. Ich will doch nur meine Familie wieder haben. Ach, wenn ich daran denke, wie wir Sonntagmorgens immer mit Isabel im Bett gekuschelt haben. Welche Kinder kuscheln gerne? Meine nicht. Sie kam angeschlichen, wenn sie wach war. Ist leise über die Decke gekrochen und hat dann plötzlich ganz laut Guten Morgen gerufen. Sie wollte sich immer kaputt lachen, weil wir noch ziemlich verschlafen waren. Später haben wir dann einen Kissenschlag gemacht. Ob es jemals wieder so wird? Ich muss mich zusammenreißen. Weißt du, Thomas, in schwierigen Situationen rede ich meistens mit mir selbst. Vielleicht fahre ich besser nach zur deutschen Botschaft nach Bukarest. Kannst du mal googeln, wie weit das von hier circa ist? Hier in dieser Nähe scheint es ein Schloss Brain zu geben. Klar. Ich google das, na klar. So, und während wir dahin googeln, machen wir eine kleine Pause. Juhu. Müssen wir sowieso. Ja, aber Pause ist in Ordnung, ne? Ja, machen wir. So, jetzt hat es wieder sanft angefangen zu regnen bei uns im wirklichen Leben. Also es prasselt, ne? Danke, ich muss mal für kleine Mädchen. Struller. Also okay, das ist doch kein Regen, das ist hier Annie, die gerade am Pinkeln ist.
Ich wollte gerade Sophia sagen, weil das Spiel ist immer, aber da gibt es wenigstens Menschen, die leben, ne? Tatsächlich geil. Konntest du was rausfinden? Ach, komm. Es sind ca. 170, also es sind ca. 170 Kilometer. Okay, danke, ich überlege mir das. Jetzt denke ich gerade nach. Muss ich ein bisschen nachdenken, ich vermisse Isabel so sehr. Kann ihr keinen guten Nachtkuss geben, kein Schlaflied singen. Hoffentlich kann Thomas das machen, wo es immer sie sind, damit sie nicht allzu viel Angst hat. Ich mache jetzt mal, ich ruhe mich jetzt mal aus, ich bin voll müde. Oh Gott, ich bin wirklich verdammt nochmal so müde. Gute Nacht, Bommelibom. Gute Nacht, Thomas. Schlaf gut und träum was Niedliches. Also, wir sehen uns. Bis später, kleiner Peter, und küssen aufs Nüsschen. Ja, Rötzchen aufs... So, ja. Das ist, ja gut, das ist natürlich ein bisschen anders jetzt. Ne? Jetzt kommt jetzt so, jetzt spaltet sich das von Fias ab. Ne? Bei Fias gab es niemanden, es war dunkel einfach nur. Hier wird's hell, hier gibt es Menschen, die leben, hier gibt es eine Polizei. Hier gibt es Leute im SUV, die uns verfolgen. Also es wird nicht so ein Horror-Ding sein wie jetzt bei Fias, sondern Help Annie, ich denke mal, das wird mehr so ein Krimi sein. Ja, sowas in der Richtung. So, ne? So ein Kriminalding. Kein Horror, so nichts Übernatürliches, sondern einfach nur Krimi. So, Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und ja, macht es gut. Ja, und ciao, ne? Ciao. Ciao und Abo da lassen und Daumen nach oben. Wenn ich so rede, ich meine, man kommt, dann, ich komm nicht, Nee, ich bin aus dem Norden, Mann. So, tschüss!